7 Selbstverbesserung. Ich hoffe, du wirst es ermutigend finden zu erfahren, wie sich diese allgemeinen Ideen anwenden lassen. Um Übel in dir selbst zu eliminieren und zu einer spirituellen Selbstverbesserung zu gelangen. Je mehr schlechte Gedanken und Gefühle du bei dir auszuratten versuchst, desto zahlreicher werden sie vorhanden sein. Nachdem ich selbst bestimmte Tätigkeiten bevorzuge, muss ich aufpassen, dass ich diese nicht als Vorschriften weiterempfehle. Deshalb muss ich in diesem Kapitel noch persönlicher werden und meine Voreingenommenheit deutlich erklären. Ich bin träge, und es ärgert mich, wenn ich sehe, wie sich Leute mit Methoden, die ja doch nicht funktionieren, eifrig abmühen, zu einer Selbstverbesserung zu gelangen. Und mich dann noch dazu drängen wollen, dasselbe zu tun. Oft sind es die reizendsten Leute, und ich würde mich ihnen liebend gern anschließen, wenn ich der Ansicht wäre, dass sie Erfolg haben könnten. Andererseits könnte es aber auch sein, dass sie wissen, dass sie mit ihren Methoden ihr Ziel nie erreichen können, und ich der Narr bin, weil ich das bekannt mache, was alle im Geheimen längst wissen. Wenn wir diese Spielchen nicht hätten, wäre es doch direkt langweilig. Nicht wahr? Mein Spiel besteht darin, dass ich sinnlose Spiele verweigere. Und das könnte das Sinnloseste von allen sein. Offensichtlich besteht hier die Gefahr, sich im Kreis zu bewegen, aber wenn jemand anderer das wüsste, was in diesem Kapitel stehen soll, würde ich ihn bitten, es mir zu sagen, und so muss ich eben dieses kleine Risiko auf mich nehmen. Als Struktur bezeichne ich jede Beziehung zwischen Wesenheiten, die es vermeidet, sich aufzulösen. Das Selbst, das dir als Wesen bekannt ist, ist eine Struktur, ein Organismus aus Milliarden von Wesenheiten. Etwas Merkwürdiges an den Strukturen ist, dass sie sich sowohl bei Erfolg als auch bei Misserfolg aufzulösen pflegen, so dass das Problem, wenn man eine Struktur beibehalten möchte, darin besteht, eine Spannung irgendwo zwischen diesen beiden Extremen aufrechtzuerhalten. Die Vorstellung, dass sich Strukturen auflösen, wenn sie zum vollen Erfolg gekommen sind, kam mir zunächst eigenartig vor und ich legte eine Liste rasch zusammengetragener Beispiele dafür an. Ein siegreiches Imperium zerfällt unweigerlich in kleinere Teile oder bricht zusammen, wenn es auf dem Gipfelpunkt seiner Macht angelangt ist und gegen keinen Widerstand mehr ankämpfen muss. Ein Mann erbt großen Reichtum und ruiniert sich selbst durch Verschwendung. Das Genie schnappt über Macht. Verdirbt. Die Guten sterben jung, Religionen zerfallen in Schismen und Ketzereien. Eine dominante Rasse stirbt auf mysteriöse Weise aus. Eine Zelle teilt sich. Der Magier wird verrückt. Deshalb sind die Leute misstrauisch gegenüber Erfolg und Macht, die zu leicht erlangt worden ist. Auf einer gewissen Ebene ruft die Struktur eine selbst auferlegte Begrenzung des Erfolges hervor, die auch Erfolg auf dem Weg zu geistigem Gewahrsein einschließt. Die geistigen Irrer predigen uns immer wieder, dass das Ego sterben muss, um wiedergeboren zu werden, aber wir bremsen. Die Struktur erhält sich selbst. Das Ego, die geistige Struktur, fühlt sich wohler, wenn es mit den Spannungen der Bedrohung seiner selbst zu kämpfen hat. Wir fühlen uns high und energiegeladen, wenn wir uns von negativen Möglichkeiten auf die Probe gestellt fühlen, harte Arbeit, Disziplin, Deltafliegen, Rennfahren, Kriege, Krankheiten, Asten, Askese, Glücksspiele, Drogen, sorgloses Autofahren, Streitgespräche, Verfolgungswahn, eingebildete Bedrohungen, Beschäftigung mit dem Teufel und schwarzer Magie und so weiter. Wenn die negative Abgrenzung zu weit geht, wird die Struktur natürlich zusammenfallen, aber irgendwie